Günstig versus teuer. Anzug von der Stange versus Maßanzug. Ich habe euch zwei Anzüge rausgepickt, die vom Look her absolut identisch sind, aber wir haben hier einen großen Unterschied im Preis. Einmal ein Fast-Fashion-Anzug von H&M versus einen maßgeschneiderten Anzug, der wirklich auf meine Figur geschneidert wurde. Was sind die größten Unterschiede und lohnt es sich überhaupt, so einen maßgeschneiderten Anzug sich wirklich aufs Leib schneiden zu lassen? Das checken wir heute aus. Um das Ganze irgendwie bewerten zu können, habe ich das Ganze in 6 verschiedene Kategorien untergliedert und pro Kategorie kann man 5 Punkte erhalten. Und wir starten jetzt mit dem Fast Fashion Anzug von H&M. Starten wir mit der Appearance bzw. mit dem äußeren Erscheinungsbild des Anzuges. Ich muss ehrlich gestehen, der Anzug, wenn man den das erste Mal sieht, der sieht gar nicht so schlecht aus. Klar, vom Material her haben wir jetzt hier 70% Polyester und 30% Viskose, was natürlich nicht ganz so nice ist. Wenn man den Stoff anfasst, dann ist der einfach ein bisschen härter und nicht ganz so weich. Aber all in all ist der erste Eindruck gar nicht schlecht. Weiter geht's mit dem Innenleben des Anzuges. Das ist tatsächlich relativ einfach gemacht. Wir haben hier ein Full Lining, was im fast gleichen Grau ist wie der Anzug von außen. Komplett bestehend aus Polyester. Heißt, wir haben jetzt Innenpolyester, Außenpolyester, was natürlich nicht ganz so nice ist. Heißt, in solchen Anzügen fängt man natürlich sehr schnell an zu schwitzen. Zudem haben wir leider nur 2 Innentaschen, jeweils an einer Seite. Deshalb ist das Innenleben all in all eher so lala. Weiter geht's mit den Knöpfen. Wir haben hier am Ärmel 4 Kissing Buttons, die keine Funktion haben, was aber für so einen Fast Fashion Anzug von H&M völlig normal ist. Zudem haben wir noch eine andere Knopfgröße und zwar am Jackett. Das Schöne an dem Anzug und was auch wirklich positiv zu bewerten ist, ist, dass beide Knopfgrößen als Ersatzknopf beim Anzug mit dabei sind. Da die Knöpfe allerdings komplett schwarz sind, ist man bei der Kombinationsauswahl, was Schuhe und Accessoires angeht, allerdings etwas limitiert. Weiter geht's mit dem Fit. Ich habe hier die Größe 50 ausgewählt. Ich bin 1,90 Meter groß und habe eigentlich eine relativ gute Körperform für so Anzüge. Heißt, die Größe 50 passt mir eigentlich immer relativ gut. Und in diesem Fall finde ich das auch vollkommen okay. Wenn du von der Körpergröße etwas anders ausgestattet bist als ich, kannst du hier auch mit dem Baukastenprinzip einfach dir das passende Jackett oder die passende Hose einfach dazu wählen in einer anderen Größe. Heißt, all in all bin ich mit dem Fit tatsächlich an dieser Stelle gut zufrieden. Was man an dieser Stelle vielleicht noch ein bisschen bemängeln kann, ist, dass die Hose einfach ein bisschen zu schmal geschnitten ist. Was allerdings wieder gut ist, ist der Verschluss, der tatsächlich für so einen Anzug relativ wertig ist. Was ich vom Fit her nicht ganz so nice finde, ist das Jackett, dass wir hier an dieser Stelle nur einen Schlitz haben, weil wenn man zum Beispiel dann beide Hände in die Taschen tut, dann sieht das nicht ganz so nice aus. Nächstes Kriterium und zwar die Beratung, die gibt es bei H&M nicht. Die ist einfach bei H&M nicht vorhanden. Deshalb meine Empfehlung, ja, einfach vielleicht einen Freund oder eine Freundin mitnehmen, die vielleicht ein bisschen Ahnung hat oder einfach meine Videos schauen. Online-Bruder Korte übernimmt das natürlich an dieser Stelle auch sehr gerne. Aber Leute, die Beratung, die ist einfach bei H&M nicht existent. Last but not least, jetzt kommt die große Preisfrage. Leute, schnallt euch an, haltet euch fest. Der Anzug von H&M, den ich euch selbstverständlich auch unten in der Infobox verlinke, der kostet sage und schreibe 99 Euro. Und ich muss sagen, das ist natürlich Wahnsinn, für einen Anzug 99 Euro zu bezahlen. Mein Tipp an dieser Stelle noch, wenn ihr so einen günstigen Anzug euch auswählt, versucht diesen Anzug einfach mit etwas wertigeren Accessoires, wie ich es jetzt an dieser Stelle auch gemacht habe, einfach aufzuwerten. Kommen wir zur Gesamtpunktzahl. Der Fast Fashion Anzug von H&M erhält 12 Punkte von möglichen 30 Punkten. Leute, egal in welcher Preiskategorie wir uns befinden bei Anzügen, ob günstiger Anzug, teurer Anzug, was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist der Styling Hack Number One für uns Männer und zwar der Magic Button. Der Magic Button ist ein von beiden Seiten klebender Silikonknopf und den könnt ihr dazu nutzen, um zum Beispiel eure Krawatte zu fixieren oder euer Einstecktuch zu befestigen oder zum Beispiel auch als versteckten Knopf. Heißt, egal in welcher Preiskategorie wir uns befinden, den Magic Button solltet ihr auf jeden Fall haben und am besten direkt bestellen. Den habe ich euch selbstverständlich auch hier unten in der Infobox verlinkt. Weiter geht's mit der teuren Variante und zwar mit dem maßgeschneiderten Anzug. Die äußere Appearance, das erste Erscheinungsbild oder der erste Eindruck, den man bekommt, ist erstmal natürlich ein Stück weit identisch. Ich wollte natürlich auch an dieser Stelle Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Wir haben hier vom Look her einen identischen Anzug, der auch mit den identischen Accessoires und Schuhen gestylt ist. Auf dem ersten Blick gibt es nicht so einen ganz großen Unterschied. Aber
Der zweite Blick, darauf kommt es an dieser Stelle. Wir haben hier einen ganz anderen Stoff. Wir haben hier einen hundertprozentigen Wollstoff, der sich natürlich ganz anders anfühlt und von der Qualität auch wesentlich besser ist als beim Vorgänger. Weiter geht's mit dem Innenleben vom maßgefertigten Anzug. Und hier haben wir natürlich auch einige Unterschiede. Der erste ist erstmal der, dass ich mir das Innenleben aussuchen kann. Ich habe mir hier ein schönes Muster ausgewählt und das besteht aus 100% Seide. Zudem haben wir hier auch insgesamt 3 Innentaschen, was positiv zu bewerten ist. Und die Nähte sind natürlich nicht verklebt, sondern logischerweise auch ordentlich vernäht. Zudem haben wir im Innenleben noch eine Rosshaareinlage, heißt Half Canvas, was natürlich an dieser Stelle auch positiv zu bewerten ist. Weiter geht's mit den Knöpfen. Und zwar haben wir erstmal den größten Unterschied. Alle Knöpfe an dem maßgefertigten Anzug sind funktional. Sowohl die Knöpfe an den Ärmeln als auch alle anderen Knöpfe. Und genau die habe ich natürlich auch als Ersatzknöpfe natürlich mitbekommen. Von der Knopfauswahl sind wir natürlich hier auch komplett frei. Ich habe jetzt hier Knöpfe ausgewählt in der fast identischen Farbe wie der Anzug. Würde ich jetzt vielleicht heute nicht unbedingt nochmal so machen, aber man hat einfach die Auswahl. Man kann sich auch andere Knöpfe aussuchen und ist dementsprechend einfach nicht so limitiert wie beim anderen Anzug. Weiter geht's mit dem Fit. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber diskutieren. Maßanzug passt einfach perfekt. Da gibt es, glaube ich, gar nicht großartig irgendwie Redebedarf. Was natürlich dann wirklich schön ist, das sieht man natürlich dann auch bei einem Maßanzug. Du hast jetzt hier an dieser Stelle einen Doppelschlitz, anders als bei dem anderen Anzug. Dann sieht das natürlich auch hinten einfach wesentlich besser aus. Zudem hast du beim Jackett bzw. beim Sakko einfach noch Schulterpolster drin und so kann zum Beispiel auch nochmal deine Körperform unterstrichen werden. All das ist natürlich bei einem Maßanzug mega geil. Weiter geht's mit der Beratung und hier sieht das natürlich ganz anders aus als bei einem H&M. Bei einem Maßschneider, da wirst du natürlich auch ein Stück weit mitgeschult, sage ich jetzt mal. Denn du kommst mit einer Idee zum Maßschneider hin und dann tauscht man sich aus und die Expertise eines Schneiders ist einfach die Grundlage für den Maßanzug. Heißt, du hast hier wirklich einen Profi an der Hand, der dir genau sagt, worauf du achten musst, der dir genau sagt, okay, was du auswählen kannst und der wirklich mit einem geschulten Auge dich berät und genau weiß, alles klar, so und so machen wir es, damit der Anzug am Ende des Tages wirklich perfekt aussieht. Weiter geht's mit dem Preis. Bei einem Maßanzug müsst ihr logischerweise natürlich etwas tiefer in die Tasche greifen. Ich sag mal, so einen Maßanzug bekommt ihr ab 1000 Euro, nach oben natürlich keine Grenzen gesetzt, aber wenn man den Anzug als Investition sieht und den auch öfter trägt, dann hat man natürlich auch ja, eine andere Perspektive für so einen Anzug, weil man den natürlich auch wesentlich öfter benutzt. Kommen wir zur Gesamtbewertung. Der Maßanzug erhält 26 Punkte von möglichen 30. So, stellen wir die beiden Anzüge nochmal nebeneinander. Einmal den Fast Fashion H&M Anzug versus den maßgeschneiderten Anzug vom Schneider. Ich muss sagen, je nachdem, für welchen Anlass du den Anzug auswählst, musst du einfach deine Entscheidung treffen. Wenn du jemand bist, der zum Beispiel den Anzug wirklich nur ein einziges Mal oder vielleicht für 1, 2 Veranstaltungen benötigt, dann kannst du auch getrost einen H&M Anzug nehmen. Wenn du allerdings jemand bist, der tatsächlich auch aufgrund deines Berufes den Anzug öfters brauchst, dann würde ich dir eher empfehlen, den Anzug als Investition zu sehen, weil du einfach für dein Geld auch wesentlich mehr bekommst. Den Anzug von H&M habe ich euch logischerweise unten in der Infobox verlinkt, wie auch den Magic Button. Leute, denkt dran, egal ob der Anzug teuer oder günstig ist, den Styling Hack Number One, den Magic Button, werdet ihr auf jeden Fall benötigen, um euren Anzug wirklich hervorragend aussehen zu lassen, damit eure Accessoires auch perfekt sitzen. Heißt, schaut in die Infobox rein, holt euch den Magic Button und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anzugstylen.